Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Undertale-Freunde. Jo, wieder auf dem Hauptmenü. Hier hat sich nichts getan seit dem letzten Mal. Deswegen steigen wir einfach wieder ins Spiel ein. Wir sind jetzt in Waterfall in der Quiet Area. Ja, und das erste, was ich machen werde, ist, weil ich es letztes Mal vergessen habe, total vergessen habe, zurückgehen. Und zwar, wie man sehen kann, sind wir, wenn wir einfach von unserem Save Point nach links gehen, hier bei der Ente. This little bird wants to carry you across. Accept the bird's offer, get a ride. Ja. Jo, der little bird, der bringt uns jetzt auf die andere Seite. Mit epischer Little Bird Musik. Und setzt uns ab. Gut. Du bist, glaube ich, sogar neu. What's a star? Can you touch it? Nein, der ist nicht neu. Can you kill it? Are you a star? Ja, Sans will wieder, dass wir durch das Ding durchgucken. Will ich aber alles nicht. Squeak. Ja, das ist immer lustig. So, von hier aus reisen wir auch zurück. Three gold for the ferry. Yes. Hop on. Und flutsch. Thanks for stepping on my face. Here's the three gold. You got three gold. So. Oh ja, Washua greift uns an. Clean. You ask Washua to clean you. It hops around excitedly. Green means clean. So. Und Mercy. Ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Hier sollten wir nicht mehr angegriffen werden. Wir haben ja in der vorletzten Aufnahmesession Papyrus besiegt. Und es geschafft, Snowden abzuschließen. Ist Sans schon wieder hier? Let's hang out again sometime. Jo. Eisblöcke. Papyrus Nebelfeld, wo wir gegen Papyrus gebattelt haben. So, erstmal wieder nach Snowden. Können Papyrus Hallo sagen? Hey, I have a great idea. Let's hang out with Undyne later. I call you when I'm ready. Ja, Undyne will uns töten. So, wir verlassen Snowden. Wir hätten eigentlich Snowden schnell verlassen können. Aber egal, wir verlassen Snowden mal wieder durch den westlichen Ausgang. Denn das muss ich jetzt einfach machen, der Vollständigkeit halber, weil das hier ja auch ein Let's Story ist. Wir haben Papyrus besiegt und damit das Gebiet hier mehr oder weniger befriedet. Das heißt, wir werden hier nicht mehr angegriffen, sondern die Gegner stehen hier rum. We all live in the woods, so no one can tell us what to do. But now everyone ignores us. I don't want freedom if it means no one's gonna pay attention to me. We all live in the woods, so no one can tell us what to do. But now everyone ignores us. Ja. Genau, alle Gegner stehen nämlich jetzt hier in der Gegend rum. Und reden mit uns. Sogar er hier. I've heard there's a local tradition based off my own suffering. Ja. Das habe ich nämlich gar nicht mit euch gemacht, nochmal das ganze Gebiet abzuklappern. Hier brauche ich gar nicht hochgehen. Was mache ich denn? Ja, einfach mal Backtracking. Und ja, die Augen beobachten uns wieder. So, dann gucken wir mal, was der Schneehund uns wieder auf den Kopf setzt. Banane. Und wir stürzen ab und reden mit dem blauen Ice Cap hier.
Everyone's wearing hats. Should I branch into a different item? Ice shorts. Doesn't have the same ring to it. Ice socks and sandals? Ice socks and sandals, yeah. Whatever. So, du hast nichts Neues zu sagen. A dog just rushed in here filled with inspiration. You keep trying to build a snow dog that expresses its own emotions. But as it built, it kept getting more excited about the sculpture. Its neck got longer and longer, and it added more and more snow until... It was rather sad to watch, but I couldn't turn away. Ja, die böse Ziege. Und ja, darauf kann ich euch auch gleich mal aufmerksam machen. Papyrus toller Apparat ist weg. Merkt euch das mal für später. So, da ist Snow Drake. Und steht hier rum. There's a switch on the front of this tree. Press it. Yes. Das bringt nur leider nichts mehr. Hä? As teens live self-sufficiently off the fat of the land. Oh, at the box lunches my parents bring us every day. Besides Snowy, we have to share ours with him. Besides Snowy, we have to share ours with him. Also Snowy, der kriegt nichts. Ach ja, das ist der Schneemann, für den wir jetzt das Snowman Piece. Also, das Snowman Piece hier durch die Gegend tragen. Wir haben noch ein Unicycle. Wir haben das Dog Residue, was ich mal in die Kiste packen könnte, wenn ich sie wieder sehe. Das ist nämlich für später dann mal irgendwann praktisch. Ja, hier oben müsste noch irgendwo ein Ice Cap. Genau, das grüne Ice Cap rumlungern. Hey, stop thinking about my head. You aren't thinking about my head. Can you please? Hey, stop. Ja. Wir sollten nicht über seinen Hut nachdenken, aber weil wir es nicht tun, will er, dass wir über seinen Hut nachdenken. It's a plate of frozen spaghetti. It's cold, it's stuck to the table. Ja, das kennen wir ja alles schon. Suns tolles Puzzle. Looks like a snowball. Actually, it's a snow decahedron. Ja. Das ebenso. Da oben ist nochmal ein Snowdrake. Oder Snowdrake selber. Kann ich nicht genau sagen, ob es immer dasselbe Snowdrake ist. Kuhuhu. As teens rule these woods with a smaller than adult fist. Ja. Das mit dem Schneeball lassen wir mal. Ja, hier war Papyrus tolles Elektroschock-Rätsel. Snowy, how am I doing? By I mean a piece of me I gave you. Ja, wir kommen gut klar. Hui, nochmal rutschen. It's not, this note is written very oddly, as if the paper was moving while it was written. It says, out to lunch. Absolutely no moving. Ja, Doggo ist ja zum Lunch gegangen. Und da ist Papyrus tolle Wachstation, die einfach nur eine Pappbox ist. Oh, noch ein Snowdrake. I ran away from home. Why? Because my father was so cold to me. What? It's a joke. Laugh at it. Ja, hahaha. I don't care if he doesn't like my jokes. Ja, das wird dann wohl das Snowdrake sein, von dem wir damals das Bild gefunden haben, auf dem beklebten Monster, dekorierten Monster. It's just a conveniently shaped lamp. Mhm. Und da brauchen wir eigentlich gar nicht zurückgehen, weil da geht es nur zum Ruineneingang. Ich gucke aber noch mal sicherheitshalber, ob da nicht doch noch mal jemand steht. Und ja, wenn wir schon hier zurückgehen, können wir mal gucken, ob die Kamera noch da ist. Von denen gibt es nämlich ein paar eigentlich zu finden hier im Spiel, nur habe ich nicht sehr sonderlich viele gefunden damals selber. Also nee, hier steht niemand mehr, aber hier ist eine Kamera. Ich weiß noch, wo eine ist, die kann ich euch dann zeigen, wenn wir wieder dort sind.
Aber ansonsten bin ich mir nicht sicher, wo noch welche versteckt sein könnten. Das müsste ich eigentlich irgendwann mal nachlesen, dann könnte ich es euch sagen. Weil andere haben da sicherlich mehr Motivation zu gehabt, irgendwelche versteckten Kameras in den Büschen zu finden. Die eine da war ja recht offensichtlich. Zum Beispiel hier zwischen den Felsen könnte sich eine verstecken, aber ist keine. Und ja, wir werden halt wirklich nicht mehr angegriffen, weil alle Monster, die uns angegriffen haben, stehen jetzt einfach herum, dass wir mit ihnen reden können. Also 3 Snowdrakes und 3 Ice Caps und viel mehr Monster gab es hier ja eigentlich nicht. Ui. Eine Rutschpartie. Weil alle anderen Monster waren ja friedlich oder Papyrus. Oder halt Hunde. So, Schneeball, da locken wir dich halt nochmal ein. Gibt halt 2G oder so. So, wie wir uns gerade anstrengen, eingehen, dann lassen wir es mal. Ah, hier ist eine versteckt. There is a camera hidden inside this lump of snow. Jo. Sonst tolles Rätsel. Hier brauchen wir nichts. Hier ist Ice Cap mal wieder. Hier haben wir gegen das Hunde-Ehepaar gekämpft. Dogami und Dogavessa. Die richtig lustige Namen hatten. So, da ist nochmal ein... War das andere Snowdrake? Ja, das Rätsel in Form von Papyrus Schädel. Mit viel Fantasie sieht das auch wirklich so aus. Und ich sag's nochmal, ich hoffe, ihr habt euch die Form von diesem komischen Computer gemerkt. Ups, das war fast falsch. So, was kriegen wir diesmal auf den Kopf? Ein Häuschen. It must be bigger on the inside. Wuff. Ja, das wird wahrscheinlich die Hundehütte von Greater Dogs sein. So, und hier ist die Kamera, die ich gemeint habe. There's a camera underneath the bridge. Ja, Papyrus, tolles, unfaires Puzzle, was er nicht aktivieren konnte, weil er wahrscheinlich das Codewort vergessen hatte. Ja, und egal, wo wir es unter der Brücke suchen, finden wir die Kamera. So, gut, das war unser kleiner Abstecher nach Snowdon. Also Snowdon Außenbezirke, Snowdon Woods, wenn man es so nennen möchte. Wir machen jetzt weiter in Waterfall. Dum di dum di dum. Wieder hier durch den Nebel. Und dann betreten wir die Waterfall Area. Hier war Sans. Ja, das Papyrus was über die Felsen gesagt. Ja, hier sind wir zum ersten Mal Undyne begegnet. A feeling of dread hangs over you. Jo. Gut, dann hier wieder hoch. Was hat ein Papyrus zu diesem Gebiet zu sagen? Wing wing. Hm. This puzzle? I've got it. Try to build a bridge with the bridge seats. Ja, das kennen wir bereits. Wing wing. The wishing room. Do you have a wish? I have one. I wish I was talking to my cool friend. Look, it's coming true. Wing wing. What will you wish for? Ich wünsche mir Pommes frites. Oh, Joshua and Aaron. Dann machen wir erstmal Joshua. You ask Joshua to clean you. It hops around excitedly. No need for a swimming suit. Green means clean. Oh, das ist mal neu. So. Ew, I'm sweating. Wow. Wow. So, und jetzt flexen wir Aaron mal. You flex. Aaron flexes twice as hard. Attack increases for you too.
Flexing Contest, okay, flex more. So, flex, you flex harder, Emma flexes twice as hard. Ja, nice, I won't lose. Ja, komm, flex dich wieder aus dem Raum raus und wir sind alle glücklich. You flex, Emma flexes very hard, he flexes himself out of the room. Jo. Hier sind die Monster halt immer noch nicht so nett. Wing. There are many ancient plagues here. Waterfall is particularly a history museum. Except with muscular seahorses. Ja. Wing wing. Hi. Mhm. Three gold for the ferry. Hop on. So. Thanks for stepping on my face. Here's the free gold. Watch your step. And I really cares about this grass for some reason. Are you watching? Ja, ich passe auf meine Schritte auf. Why are there so many tables lying around here? Why are there so many tables lying around here? Achso, das fragt er uns. Er sitzt mit seinem Teleskop. Mr. Nice Cream Guy. Ice Cream? Thanks, but I live in Snowden. There's ice cream all over the ground. That's called snow. Sons, I didn't ask your opinion. I'm flattered how much you want to give me ice cream. Me too. No, you aren't. Ja, das ist immer mal wieder lustig, die beiden anzurufen. A bird monster? Try talking to it. Or could put me on the line. I've got some pretty good tweets. Horrible bird imitations. Ring ring. Did the bird like my tweets? This little bird wants to carry. Ja. So, dankeschön. Was hast du hierzu zu sagen, Papyrus? Hey, you are near Undyne's house. That's to the left upwards. Lapwards. Okay. All the other directions to go to the wrong house. North Ghost House, East Turtle House, South Trash House. Okay. West Bird House. Ja, da waren wir schon. You feel a calming tranquility. You're filled with determination. Also, wie er gerade gesagt hat, das ist Undyne's Haus. What? 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 It's a living. Was? Es ist ein Leben doch. Doesn't seem like anyone's home. Ja, Undyne ist nicht zu Hause und sie hat ein ziemlich creepy aussehendes Haus. Mit einem Fischteppich davor und einem riesigen Fischteppich hier. Und er sagt immer nur dasselbe. What is a living? Ja. Hier sind die Geister. Ist das Geisterhaus? It's locked. Also das eine ist locked und sie sehen beide ziemlich spooky aus. Aber wir können mal Napster Blue besuchen. Oh, you really came. Sorry, I wasn't expecting that. It's not much, but make yourself at home. It's a spider web. There's a flyer for a bake sale on it. Ja, den Spider Bake Sale, den haben wir ja schon gefunden. This CD is labeled Spook Tunes. Play it. You play this CD. Wow, die klingen schlimm. This CD is labeled Spook Wave. Play it. Ja, das klingt genauso. This CD is labeled Gully Day Music. Play it.
Ja, genau, mit dieser Musik kann ich euch mal ein Easter Egg zeigen. Ja, guckt euch die beiden mal an. What the heck is that music? Also Aarons panischer Blick und Washua lässt den Kopf hängen. I don't know, dude, but it's spooking me out. Und er zwinkert trotzdem. This is worse than Chiron. No way, Chiron is way less scary. If you are so scared, why do you keep winking? These are wings of fear. Forget it. This beat is too filthy. Wash, wait, don't leave me. Is this creepy music my punishment for being creepy? Please stop, I'll never creep again. Ja, Easter Egg getriggert.